Wir sind wieder zurück bei unserer guten Morgana. Ja, da läuft sie schon. Ich weiß gar nicht mehr, was letzte Folge so alles passiert ist. Es ist auch schon eine Weile her. Es ist sogar eine ganze Weile her. Und mein Problem war, dass ich vor kurzem habe ich das sogar gespielt, also Sims. Und ich habe die Aufnahme hat nicht gestartet. Ich habe 2 Stunden knapp umsonst gespielt und jetzt starte ich wieder hier und weiß, was ich machen wollte, aber nicht weil. Also, soll ich euch erzählen, was passiert ist? Ich habe ihr Zimmer umgebaut für bestimmte Zwecke und habe überlegt, wir könnten ihre Freundin mal umstylen, so rum. Und das wollte ich gerade machen und da habe ich bemerkt, hey, der hat ja gar nicht aufgenommen. So, deswegen würde ich sagen, ich habe sie damals nicht umgestylt. Deswegen machen wir das jetzt, dann bauen wir ihr Zimmer um. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze alles in Zeitraffer, weil dann funktioniert es auch besser. Und wir fangen diesmal mit einer anderen Reihenfolge um. Also wir haben das Zimmer für bestimmte Zwecke umgebaut. Ich denke, ihr wisst, was ich damit meine. Ansonsten ist sonst nicht viel passiert. Es ist einfach Familie Holmes, da passiert allgemein nicht viel. Aber es hat mich trotzdem geärgert, dass die Aufnahme nicht weg war, weil 2 Stunden sind schon nicht wenig. Ist die Musik immer laut. Okay, ich würde sagen, wenn Morgana aufgestanden ist, es ruckelt schon wieder. Genau, ich wollte meine Sachen aussortieren. Habe ich mir dann vorgenommen, aber das funktionierte nicht, weil irgendwie spinnt mein Launcher, wenn ich was deinstallieren will, schmeißt er mich wieder raus, also aus dem Launcher. Was ist das denn? Ist das ein... Oh, na egal. Ich weiß jetzt nicht, was es ist. Oh, mit Jason Verizon. Verizon. Wir wollen mit Jason Verizon. Jason ist jetzt hier gerade, wie wir sehen, so ihr größter Traum und ihr größter Wunsch und was weiß ich. Sie will alles mit Jason machen. Bestimmte Sachen hat sie auch mit Jason schon gemacht. Ach genau, da muss ich ganz kurz... Ihr wisst dann sowieso, was ich meine, wenn ich es jetzt mache. Heute wird so eine Art Einstellungsfolge. Ich denke, das Umstyling werden wir in dieser oder in der nächsten Folge dann haben. Ich wollte kurz aufs Rathaus klicken, weil da habe ich... Da habe ich so bestimmte Sachen eingestellt. Ich bin letztens so aufgeregt, warum funktioniert das nicht? Und dann habe ich gemerkt, oh, deswegen funktioniert das nicht. Die Frage war gerade bloß, wo war das? War das bei allgemein? Nee, es war nicht bei allgemein. Ich habe gerade keinen Plan, wo das war. Das machen wir schon mal an. Hätte ich damals nicht gesehen. Nach nackten Techtelmechtel ist auch gut. Irgendwo war das nämlich und... Ich, gibt's hier denn... Gibt's hier gar kein Techtelmechtel? Ich weiß es... Doch, hier ist Techtelmechtel. Menschliche Sims. Sag mir bloß, ich finde das jetzt nicht. Und zwar muss man nämlich einstellen, dass Teenager... Hier. Jetzt. Das ist gut an. Erwachsene und Teenager machen wir ebenfalls an. So. Scheiße, habe ich jetzt abgelehnt? Nein! Habe ich das jetzt abgelehnt? Moment. Ganz kurz. Es ist wichtig. Ja, doch, es ist an. Alles klar, alles klar. Und zwar, ihr fragt euch jetzt bestimmt, habe ich jetzt fertig? Okay, dann können wir wieder zurück. Wo wohnen wir denn? Hier. Nee, das war falsch. Und zwar, warum möchte ich denn hier die Frances umstylen? Was gibt mir den Anlass? Und zwar habe ich ja gesagt, wir werden nach der Schule hier studieren gehen. Und da brauchen wir natürlich eine beste Freundin für Morgana. Also jemand, der halt auch mitkommt. Und ich hätte da gedacht, ja, dann nehmen wir doch die Frances. Allerdings finde ich die Frisur und die Brille, das passt irgendwie. Es sieht komisch aus. So, Punkt. Es sieht... Nicht ganz so, also ich will jetzt nicht irgendwie oberflächlich kommen, aber es wäre doch schöner, wenn man sie auch gerne anguckt, ne? Und deswegen würde ich sie für mich halt gerne ein bisschen umstylen. Ob ich jetzt viel an ihrem Gesicht umändere, glaube ich nicht. Also ich glaube, ihr Gesicht wird im Grundmäßigen so bleiben. Ich werde vielleicht ein bisschen was an der Nase ändern oder so. Aber da würde ich gar nicht so viel dran machen. Ich meine eigentlich Klamotten, Brille und sowas. Ja, 43 Fahrzeuge wurden gelöscht. Aber sie ist cool. Safe and sound, ne? Dim-dim. Geil, bleib doch stehen, Spiel. Es ist 3 Uhr, ne? Da bleibt es immer stehen. Oh, wie ich das hasse. Die Musik läuft schon mal weiter. Aber die Maus ist noch immer am Stehen. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. So, es läuft doch weiter. Ich habe keinen Plan, was das manchmal soll. Es liegt an der Aufnahme. Sims ist allgemein, ich weiß nicht warum, aber es ist richtig langsam. Liegt wahrscheinlich an den Downloads, aber ich kann die auch nicht löschen. Irgendwas stimmt da nicht.
Aber, oh, der Schneemann ist geschmolzen. Oh nein, Schneemie. Schneemie vor allem. Naja, also, da muss ich halt irgendwie nochmal gucken, aber das ist ganz, ganz doof. So, was ich ganz gerne. Ja, genau. Morgana hatte auch einen Teilzeitjob angenommen, dafür brauchen wir aber den PC wieder und den machen wir dann beim Umbauen. Das heißt, wir haben diese Folge oder nächste Folge viel zu tun und das Ganze darf ich wieder im Zeitraffer machen. Oh, der Schnee ist geschmolzen. Wuhu! Und dann regnet es schon wieder. Geil! Das ist ein geiler Jahreszeitenwechsel. Ich würde sagen, wir haben Samstag 4 Uhr. Was fange ich denn an? Mit Donner. Oh, Morgana beginnt sich krank zu fühlen. Ja, das ist nicht weiter, kein weiteres Problem. Okay, du räumst jetzt mal bitte komplett auf. Und wenn du raus bist. Zack. Die Musik ist so cool. Ich weiß auch nicht, ich finde die voll toll. Das gibt es ja in Real auch, das Lied, bloß halt nicht so. So, ich habe folgendes alles verkauft. Habe ich sonst noch was verkauft? Ich wollte mal überlegen, ob ich irgendwas verkauft habe. Ich glaube nicht. Ah, hier stinkt auch Essen. Ach, toll. Nee, die Krone habe ich nicht verkauft. Die bringt 1 Dollar. Man wird Ballkönig und man bekommt 1 Dollar. Wenn man die Krone verkauft. So, also ich denke mal, da gibt es Mädchen, die bezahlen mehr dafür. Aber gut. Also, und zwar brauchen wir nämlich ein Doppelbett. Das war meine Überlegung und die hat auch funktioniert. Ihr wisst ja sowieso schon, was ich vorhab. Aber das ist ganz egal, denn es ist ja auch schon lange kein Geheimnis mehr. Und zwar habe ich dieses Doppelbett, glaube ich, benommen. Das wir uns gerade nicht leisten können. Warum können wir uns das nicht leisten? Habe ich da irgendwas? Ah, genau. Ich habe noch was verkauft. Und zwar dieses Sofa, weil wir das eh nie benutzt haben. Und da können wir jetzt unser tolles neues Bett benutzen, was wir ja gleich holen. Wenn ich es denn finde. Und zwar war das nämlich dieses Insel-Beach-Ding ins Bett. Hier, diese Betten brauche ich ja nie wieder. Deswegen wollte ich die mal raushauen, aber das funktioniert ja nicht. Also ich habe noch nie so ein Bett benutzt. Und ich werde es auch in Zukunft nie benutzen, weil ich die einfach hässlich finde. Das hier. Manches habe ich auch doppelt, weil ich es ja vollkommen legal habe. Ah, genau. Jetzt bin ich schon wieder ans Mikrofon gekommen. Das liegt daran, dass ich komisch da sitze. Und nie so, wie man da sitzen sollte als Let's Player. Na, was heißt, wie sollte man denn da sitzen als Let's Player? Das ist halt immer die Frage. Gut. Und zwar habe ich das halt so eingestellt. Ich weiß gar nicht, habe ich die Wand geändert? Ich werde jetzt einfach mal ändern. Folgendes nämlich. Folgendes. Okay, wir werden diese Wand mal kopieren. Das habe ich nicht gemacht, glaube ich, damals. Aber ich werde es jetzt machen, weil ich diese Wand, die habe ich satt. Sage ich, wie es ist. Und ganz einfach werde ich jetzt mal ein bisschen verändern. Das kostet mich 5 Dollar. Eigentlich will ich die Wand nur ein bisschen anders haben. Ich will eigentlich genau dieselbe Wand, ne? Gar nichts anderes. Ich möchte diese Wand. Habe ich die nicht mal irgendwo abgespeichert? Ne, die Wand. Obwohl die Wand geht. Ne, die Wand nehmen wir nicht. Meine Entscheidung. Die Wand geht auch. Ne, ne, doch, ne, geht. Ne, doch, geht. Die sieht voll niedlich aus. Genau, die habe ich. Falls ihr euch jetzt fragt, warum hat die denn diese Wand? Und zwar habe ich ja jetzt. Bin ich ja gerade am Bauen der Familie. Der Mystic WG. Die bekommen ja auch bald ein neues Haus. Obwohl ich ja noch gar nicht weit bin. Vielleicht ein Drittel des Hauses habe ich fertig. Aber die bekommen ja halt ein riesengroßes Haus für bestimmte Zwecke, die ich noch mit denen vorhabe. Ja, ich habe auch noch Sims 3 geplant. In vielen verschiedenen Maßen. Jetzt suche ich. Ach, das mache ich jetzt doch nicht im Zeitraffer. Fällt mir gerade auf, weil Zeitraffer dürfte ich ja gar nicht quatschen. Ja, dann machen wir das Umstyling nur im Zeitraffer. Oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Jedenfalls. Diese Wand habe ich gesucht. Jedenfalls wollte ich sagen, ich. Was wollte ich denn sagen? Also, irgendwas wollte ich gerade sagen. Ach genau, und diese Wand habe ich im Mystic WG Haus verbaut. Das wollte ich nicht. Weil ich. Jetzt sage ich ja schon die ganze Zeit M. Weil ich halt die Wand voll süß fand und wie gesagt, das neue Mystic WG Haus wird für bestimmte Zwecke genutzt, die ihr jetzt eigentlich schon leicht erraten könnt, aber. Da werden wir noch ein bisschen uns Zeit lassen mit, denn soweit bin ich noch gar nicht. Und da muss ich auch noch Leute erstellen, Sims erstellen, weil ich ja für die Mystic WG wollte ich gerne Sims erstellen für Ryan, weil der ja da auch so ein bisschen der Charmeur ist. Ich suche Anstrich.
Ich überlege hier die ganze Zeit, weil ich irgendwie die ganze Zeit quatsche. Und nebenbei spielen und quatschen ist ziemlich schwierig. Probiert es mal aus. Ihr werdet euer Leben nicht mehr froh. Ja, doch, eigentlich schon. Aber ich weiß gar nicht, was ich quatsche. Hört mir einfach nicht zu. Das ist am besten. Mir nicht zuzuhören ist am besten. Ich glaube, wir machen das mal in einem Rotton. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich wollte hier das Schlafzimmer ein bisschen ändern. Das habe ich damals gar nicht gemacht. Fällt mir gerade auf. Das machen wir dafür jetzt. Ich finde irgendwie keinen schönen Anstrich, ne? Der sieht scheiße aus. Den finde ich besser. Weil der sieht nicht so glatt aus. Da finde ich das irgendwie ein bisschen besser, wie gesagt. So, ich würde diesen Anstrich nämlich... Ich weiß nicht, ob mir der gefällt. Ich werde das jetzt mal ausprobieren. Wenn es mir nicht gefällt, dann lasse ich es einfach sein, ne? So einfach ist das. So baue ich eigentlich tatsächlich nur. Mehr ist das gar nicht. Hallo. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Das ist... Das Haus ist ja sehr teuer, wie wir sehen. 11.000, wo ist das ganze Geld hingekommen? Ich meine, hatten wir nicht am Anfang 20.000? Ich weiß es nicht. Das ist ein sehr, sehr günstiges Haus. Doch, eigentlich gefällt mir das. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Vor allem ist dann halt, wir könnten auch diese Wand hier so anstreichen. Nee, das gefällt mir dann nicht mehr. Nee, das lassen wir mal. Ich würde jetzt eventuell nur noch diese Wand hier so anstreichen. Genau, weil dann haben wir mal ein bisschen Abwechslung hier in diesem Raum. Es ist nicht alles so einseitig, das ist doch auch mal was Schönes. So, dann habe ich diese Stange hier verrückt. Direkt vors Bett. Da kommt dann irgendwann wahrscheinlich nochmal ein Fernseher hin irgendwie. Aber ich glaube, das wird doch nicht passieren. Wisst ihr warum? Weil ich glaube, wir werden gar nicht mehr so lange in diesem Haus wohnen. Dann gehen wir nämlich in die Unibude. Das habe ich ja auch schon geplant. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist dann nämlich, wenn wir aus der Unibude kommen, ziehen wir mit Jason zusammen und der ist nicht gerade arm, wisst ihr? Also der wird jetzt auch nicht so reich sein, dass wir dann keine Sorgen mehr haben und kein Geld verdienen müssen und sowas. Sowas möchte ich gar nicht, weil Holmes ist immer noch so eine Familie, wo man alles sich selbst verdienen muss. Aber Jason wird auch nicht arm sein, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Irgendwie sieht das hier voll kahl aus. Das ist ein bisschen blöd. Ich hänge da jetzt einfach den Spiegel hin und dann passt das, oder? Ich lasse den Spiegel mal da. Ah, dann kommen die da wieder nicht ran. Ich krieg die Krise. Kannst dir gar nichts machen, weil dann die Sims immer rumspinnen. Nee, das Bild wollte ich eigentlich gar nicht. Das passt so aber auch nicht, glaube ich. Oder? Doch, das müsste passen. Und dann stellen wir diese Stange ein. Zack. Wow, ne? Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Genau, dann habe ich noch, das war mir wichtig, einen Teppich bezahlt, einen Teppich gekauft. Ja, ich weiß gar nicht, in dieser Folge werden wir das Bett nicht mehr einweihen, es tut mir leid. Da gibt es Wichtigeres gerade zum Beispiel. Also damals, als ich das erste Mal gespielt habe, kann ich ja sagen, habe ich Jason eingeladen und habe gleich das Bett ausprobiert. Und naja... Der fand das scheinbar nicht so toll, weil er dann aufgestanden ist. Die konnten nämlich nicht im selben Bett schlafen. Warum auch immer. Fragt mich nicht, was die Sims da so reitet, wenn die im selben Bett es tun können, aber nicht im selben Bett schlafen. Das ist ein bisschen seltsam gewesen. Aber sollte mich nicht stören. Und dann, ja, ist er halt aufgestanden und hat losgetanzt. Jason hatte nämlich letztens die Tanzsucht. Ich weiß nicht, was das sollte. Der ist aufgestanden zum Tanzen. Und dann hat er noch so peinlich getanzt, wie ich nicht mal in der Disco tanzen würde. Das war gar nicht mehr feminin, das war... Ich weiß nicht, was das war grausam. Und, naja, sollte mich jetzt nicht stören. Ich wollte hier einen Flauschteppich. Wollte ich diesen... Nein, diesen Flauschteppich wollte ich nicht. Nein, das ist kein richtiger Flauschteppich. Ich möchte einen anderen Flauschteppich. Mensch, ich werde hier schon wieder... Ich weiß nicht, ob ich gerade aufgedreht bin oder einfach nur genervt. Ich dachte mir so, oh, Holmes... Also, das war ja vor 2-3 Tagen. Ich dachte mir so, oh, Holmes, kannst du mal wieder aufnehmen? Dann nimmst du die auf und es stürzt ab. Und du denkst so... Jetzt bitte, bitte stellt euch diesen Smiley vor, der richtig genervt guckt. So, und genau das dachte ich mir nämlich. Genervter Smiley. Oh,
Hier, das ist doch ein schöner Flauschteppich. Der sieht doch knuffelig aus. Und ja, jetzt nehme ich das wieder auf und ich habe gerade... Ja, habe ich Lust darauf? Ja, schon, ne? Ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Ich habe schon Lust auf Sims. Versteht das nicht falsch, aber es ist halt noch nicht mehr so ein bisschen... Ich hatte mehr Lust am Anfang. Oh, die sieht cool aus. Ich habe damals eine andere genommen, aber die sieht echt cool aus. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die habe ich schon mal bei irgendjemandem verwendet. Ich weiß aber nicht mehr wo. Deswegen verwende ich sie jetzt einfach hier in Lila, weil ich Lila mag. Also eigentlich bin ich nicht so der Lila-Fan. Ich hatte damals eine geometrische, aber die sieht cool aus. Geben wir zu. Ja, nee, das ist mir zu hell. Sorry. So, und dann gucken wir ganz kurz, ob ich hier vielleicht ein blaues Türkis mehr eignet. Das finde ich eigentlich ganz schön. Doch, das lassen wir so. So, beim Holz hatte ich mein spezielles Holz. Und zwar das hier unten, das habe ich mir nicht abgespeichert, als ich vor ungefähr 5 Monaten oder so am Mystik-WG-Haus gebaut habe. Ja, es ist ewig her. Da habe ich mir Holz abgespeichert und dieses Holz würde ich gerne benutzen. Das ist doch das. Ich wollte gerade sagen, das ist hier gar nicht mehr. Dieses Holz. Und ich habe es auch in der Farbe genommen. Bloß ein bisschen gräulicher und ein bisschen heller. Nee, das ist mir zu hell. Man soll ja halt nicht immer alles in derselben Farbe machen. Man kriegt das draußen ja auch nicht so. So, das hatte ich. Was ist denn das? Ach, das ist das. Ich weiß gar nicht mehr, in was für eine Farbe ich das hatte. Ich nehme jetzt einfach mal in dem, weil ich das gerade extrem hübsch finde. Und das hatte ich in weiß. In einem weißen... Naja, in so einem grauen Plastik halt. So genau. Und das finde ich eigentlich ganz cool, ne? Das sieht gar nicht mehr... Ich würde sagen, da ich das gerade echt cool finde, übertrage ich das mal hier drauf. Das hat auch was, oder? Sagt mir nichts. Diese Schubladen sind extrem cool. Also ich mache das jetzt anders, aber ich finde diese Schubladen cool. Hätte was, wenn das Bett nicht schon so wäre. Dann wäre das echt nicht schlecht. Das würde ich jetzt weiß machen. Wieder mal. So. Genauso wollte ich das. Die Griffe können halt wirklich diese Farbe haben oder annähernd so eine Farbe. Und dann bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Na, was sagt ihr zu dem Zimmer? Könnt gerne natürlich euer Feedback in die Comments schreiben. Aber ich finde, das ist eine kleine nette Veränderung. Wie gesagt, damals sah das ein bisschen anders aus. Ich weiß aber nicht mehr, wie es aussah. Ich glaube, das Bett war halt lila Farben, soweit ich mich erinnern kann. Und es war halt alles ein bisschen anders. So, damit wir hier jetzt auch mal ein bisschen nicht aus dem Konzept kommen, ich mache hier mal Tag, möchte ich ganz schnell noch die Dinge, aber das dauert nicht lange. Ich will halt nur das Zeug hier nochmal hinstellen. Weil das haben wir ja wegen dieser beschissenen Weihnachtsfeier weggestellt. Und jetzt können wir es wieder hinstellen. Weil wir ja jetzt wieder Platz dazu haben, ne? So. Ich bin ganz zufrieden damit gerade. Ich richte das nochmal aus. Hier kommt irgendwann eine Couch hin. Ja, ist klar, aber ja, bis es soweit ist, ist hier wieder extrem lautes Musikding. Scheiße! Oh Gott! Alter, ich dachte gerade, es ist der Blitz eingeschlagen. Und ich singe schon wieder mit, ne? Geil! Ich hatte mich auch mal jemand gefragt, ob ich für den singe. Ich so, ich singe doch nicht für dich. Und jetzt singe ich schon im Let's Play. So, aber bitte alles abwischen. Ich mag dieses Lied. Warum muss das gerade im Radio laufen? Okay, ich spule mal raus, nicht, dass ich spontan wieder anfange zu singen. So, was ist das hier eigentlich? Alte Freundin, wieso alte Freundin? Weiß ich nicht. Sie ist halt wahrscheinlich schon so alt oder so. Ja, ich musste letztens auch einen Begriff in einem Unterrichtsfach definieren. Bitte sagt mir doch mal, was ihr denkt, was Affenliebe ist. Und nein, es sind nicht zwei Affen, die sich lieben. Das ist nämlich was anderes. Und dann habe ich gesagt, nö, kenne ich nicht dieses Wort. Und da waren die alle, also war die Lehrerin so richtig böse auf mich. Ich meine, ich habe das Wort noch nie gehört. Es tut mir leid. Meinte sie, ja, du hättest dir doch auch einen anderen Begriff raussuchen können. Aber das Einzige, was noch da war, war Selbstliebe. Und das Bild dazu waren nicht zwei Affen, die sich schmusen wie bei Affenliebe, sondern das Bild zu Selbstliebe war ein Mädchen, was durch ein Brot geguckt hat. Wie kommt man denn bei Brot auf Selbstliebe? Ich habe keinen Plan. Ich hätte dort Brotliebe hingeschrieben oder so. Liebe zum Objekt. Das ist auch nicht schlecht. So, die isst jetzt was und dann haben wir schon früh.
Ich würde sagen, die macht hier noch ein bisschen sauber, bevor die sich ihre Freundin holt. Kann man das leiser stellen? Nee, das ist schon auf der leisesten Stufe, das ist natürlich doof. Also die macht dann sauber und dann würde ich sagen, kann sie ihre Freundin holen. Liebesbrief schicken. Plaudern. Nee, nach Hause einladen. So, wir spulen vor, damit das Ganze ein bisschen schneller vonstatten geht. Und dieses Umstyling werde ich auch im Zeitraffer machen. Ich weiß nicht, ob ich es an diese Folge noch dranhänge oder ob ich es an die nächste Folge dann an Anfang hänge. Werden wir sehen, aber wir haben in der Folge wieder mal nichts geschafft, ne? Wir haben nur das Zimmer umgebaut, was jetzt genauso beschissen aussieht wie vorher. Hey! Es ist toll! Es ist wirklich toll. Ja, okay, sie kommt. Nicht nur Blumen können blühen. Liebe liegt in der Luft. Und das Frühlingsfest kommt in die Stadt. Beeil dich. Die alljährliche Eiersuche hat bereits begonnen. Und schau nach. In der Kusskabine. Hey! Schau noch in der Kusskabine vorbei. Oder nimm deinen Mut zusammen, um sie selbst für Trinkgeld zu besetzen. Okay. Das ist cool. Schwing die Hütte auf die Tanzfläche. Ach, Hüfte. Ja, ich kann das wieder nicht lesen. Moment mal. Ich kann es wieder mal nicht lesen. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, da fehlt was, oder? Kinder, guckt bitte weg. Was zur Hölle? Alter, was ist denn das? Warum zur Hölle sehe ich Nippel? Was? Vor allem, warum sind die so flach? Das ist ja... Aber was ist da los? Am geilsten sind ja noch die Füße. Was ist denn da los? Also, sie hat einen schönen Körper. Was ist da los? Sollte mir das Angst machen? Das war letztens nicht. So, das mache ich jetzt hier weg. Oh je, Rechnung. Oh Gott, ich hab doch kein Geld. Ich hab kein Geld. Da ist besagte Fräulein Picard. Hallo. Und dann werde ich die mal... So, wir laden die mal nach drin ein. Die muss hier nicht im Regen stehen. Hallo, was machst du denn da? Sitzen. Nee, du sollst sie... Die darf nicht im... Hä? Warum lässt du sie beim Blitz stehen? So, das Einzige, was ich machen wollte, ist ja eigentlich hier den Cheat eingeben. Und dann werden wir sie umstellen. Aber das, wie versprochen, im Schnelldurchlauf in der nächsten Folge. Es muss hier langsam mal was passieren. Wir müssen großflächig denken. Wir wollen ja bald studieren gehen. Und da wollen wir nicht nur Jason mitnehmen, sondern halt auch noch andere. Und ich habe überlegt, der Freundin noch einen Partner zuzulegen. Aber vielleicht wird die ja lesbisch. Es ist alles möglich hier. Und das wird ja so ein spontan Let's Play. Oder ist es so. Dann hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.